herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 Grundkompetenzen. Hier geht es darum, wie man den sogenannten Sperrbildschirm aktivieren kann. Sperrbildschirm sperrt deinen Bildschirm. Wenn du den Computer verlässt, kann niemand anderer daran arbeiten. Und das machst du ganz einfach mit der Tastenkombination Windows L. Wird das hier eingeblendet. Und wenn du dich dann wieder einloggst, dann kannst du deinen Computer wiederum verwenden. Dazu drückst du Space-Taste, die Leertaste und schon kannst du dich einloggen. Ja, das war's. Danke für deine Aufmerksamkeit.